Recht herzlich willkommen zur 91. Folge von Grand Age Medieval. Ja, weißt du was, wir lassen mal erstmal eine Pause und gucken mal gerade, wo wir Truppen ausheben oder ausgehoben haben. Ah, es sind nirgendwo welche gerade unterwegs. Hier geht was. Okay, dann wollten wir vielleicht auch noch... Na komm, den Pferdebogner, den bilden wir da auch noch aus. Und dann noch den Bildenmeister hinterher. Dann gehen wir mal hier rüber, da hatten wir auch noch Einheiten. Da geht nämlich auch noch was. Oh, guck mal, die gehen nicht, aber dafür macht er den, das ist doch schon mal cool. Dann lass uns da ruhig einen mehr von machen. Und den auch. Dann gehen wir runter nach Izmir. Da war ja auch noch die Möglichkeit, da haben wir eben gestartet. Aber die waren ja alle da, okay. Da fehlt es an Truppen oder beziehungsweise Einheiten für Dingens. Wer ist da unterwegs? Das ist ein Händler, okay. Ich bräuchte jetzt noch jemanden, der gerade mal Kisten aufsammelt. Ist das hier ein Pferdebogen? Naja. Wir reiten los! Oh, der ist ja. So, da oben. Noch 64.000. Das dauert noch ewig. Und die Truppen werden auch weniger. Ja. Leertaste hat es jetzt gerade nicht gebracht. Müssen wir so machen, ne? Ich habe da gerade eine Truppe gesehen, meine ich. Kommen die rüber marschiert, wa? Da kommen noch ein paar Einheiten. So gut wie da. Und da sind noch Barnabas Landwehr. Machen wir. So, jetzt wird er angegriffen. Und wir sind unterlegen. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann die Überhand. Oh, da hat er noch welche dazugekriegt und wir sind die Loser. Ja. Nachrücken. Und nochmal nachrücken. Und jetzt mir ist noch nicht fertig, oder? Doch, da gibt's auch welche. Gut, dann sind da wohl Waren hingekommen. Aufsitzen! Haben wir jetzt die Überhand mal? Nö. Oh, das kann es nicht sein, oder? Jetzt müssten wir ja mehr werden, ne? Sind wir aber nicht wirklich. Jawohl! Können wir das mal irgendwie hinkriegen, dass wir auch die angreifen oder so? Aufsitzen! So, jetzt sieht es doch mal so aus, dass wir die auch schlagen können, ne? So gut wie da! Die sind abgehauen. Jetzt sind wir wieder 0%, ne? Läuft, oder? Naja. Wir müssen die Truppen hinterherziehen. Jawohl! Da sind drei Einheiten nur, aber die wollen gar nicht marschieren, weil die Moral schon runtergeht. Weil die wissen, was denen blüht. Da ist noch ein Pferdebogner mit 69. Ups, wir sind schon vorbei. Wir reiten los! Oh, die Moral, die geht sowas von runter. Die kommen gar nicht an. Die sind alle weg. Ach, weil es gar kein Geld mehr gibt. Alles klar. Uns reicht's. Gut, Geld alle. Bringt's nicht, ne? Ach so, da ist auch noch eine Stadt von uns. Deswegen laufen die da hin. Ich war gerade am Überlegen. So. Schlechte Moral. Wegen Geldmangel. 16 Wölfe. Vielleicht schaffen wir die ja wenigstens noch zu schlagen. Moral ist unten. Ja, die drei Wölfe sind schon ziemlich stark, ne? So gegen zig Männer. Da ist eine Ruine. Aber da ist ein Bahnhof. Den holen wir uns auf jeden Fall mal. Den holen wir uns auch. Da ist auch noch einer. Das ist das einzige Geld, was wir gerade haben, ne? Hier müsste noch einer sein. Ja, ist auch noch einer. Die Truppe befindet sich im Kampf, leider. Aufsitzen! Gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Geld wieder. So gut da ist auch noch mal ein Haufen. Dann holen wir den da auch schnell weg. Oh, das war viel Geld, ne? Wir reiten los! So, wir sammeln erstmal Geld ein.
So gut wie da. Wir reiten los. Und es sind ja viele Warenhaufen, ne? Ist ja gar nicht mal so verkehrt in dem Moment jetzt, ne? Wird nicht lang dauern. Aufsitzen. Ja, aufsitzen. So gut wie da. Aufsitzen. Da ist die Ruine, da ist ein Zelt. Gut. Aufsitzen. Wir reiten los. Dann sollten wir da oben noch mal gucken, weil da sind auch noch ganz viele Haufen, ne? Wir sammeln uns mal hier. Da holen wir mal ein paar andere raus. Ah, die haben noch Moralverlust. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir mit denen darüber. Da ist ein Steinkreis, aber hier sind Warenhaufen. Da sind natürlich Wölfe oder Bären. Ja, sieht jetzt gerade schlecht aus. Die gehen nicht helfen, ne? Moralverlust. So gut wie da. Ja, das ist nicht zu schaffen mehr. Obwohl die schnell sind, aber da retten wir keinen. Wird nicht lang dauern. Oder? Ne, leider nicht. Jetzt ist natürlich klar, jetzt sind wir in der Überhand. Neue Bären sind gekommen. Lassen wir alle, egal. Die schrubfen uns ganz gut, die Bären da, ne? So. Wir reiten los. Wird nicht lang dauern. Da ist auch noch einer. Aufsitzen. Ist hier auch irgendwo die Bären gewesen? So gut wie da. Ne, ich glaube nicht. So gut wie da. Auf. Noch hier in dieser Straße, ne? Aber da ist auch nichts mehr. Wird nicht lang dauern. So. Wird nicht lang dauern. Wir reiten los. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Die haben keine Moral mehr. Wir haben irgendwo 13 Truppen. Aufsitzen. Aufsitzen. Sicher. Die laufen mindestens auch los. Aufsitzen. Sind alle unterwegs. Kriegen wir noch mehr Einheiten? Hier unten noch welche? Nein, jetzt mehr sind auch keine mehr. Und da gehen die da auch nicht. Die werden weitergemacht. Hier gibt es noch ein paar Fußsoldaten dann. Kampfreichweite, Trefferpunkte, Kampfstärke. Ja, die sind mit Trefferpunkten natürlich gut dabei, ne? Den kannst du total in die Tonne treten. Die sind am besten im Angriff, ne? Gut, machen wir so. Wird nicht lang dauern. Wieder mal hoch nach Odessa. Gucken, was hier mit so los ist, oder? Nicht. Die erste Truppe ist schon wieder abgehauen, oder was? Auf, auf!
So, ich sag rein in die Stadt. Wir reiten los. Gut. Das wird seine Zeit brauchen, ne? Hier haben wir wieder eine Truppe. Ist gebongt. Auch hoch. Ist hier unten was fertig? Nein. Irgendwo stehen noch 4 Einheiten. Ach so, die Schlafmützen. Die wollen auch sowieso nicht hier hin, oder? Die haben keine Moral. Die Bogner haben auch keine Moral. Ist die Frage, ob wir die dann nur behalten wollen, ne? Prozent, wir sind bei 61.000 noch. Hier passiert nichts. Ah, die haben einen hohen Angriffswert, ne? Geld 486. Das läuft noch. Hier kommen wir jetzt auf 60.000. Ist das jetzt eine Einheit, die da steht, oder sind das alle Einheiten, die da stehen? Weil da stehen ja 2, 7, 6 sind es, okay. Ich glaube, das war jetzt nicht so ersichtlich. Sicher! Jetzt kommen da welche raus. Da sind wir wieder unter, ne? Weil nicht alle reingreifen wahrscheinlich. Ja, warum werden wir... Ja, da sind wir jetzt endlich mehr geworden, ne? Aber richtig mehr werden wir auch wieder nicht da. Das ist schon komisch. Die werden alle geschlagen, weil die da nicht angreifen. Keine Einheit bilden die. Ach Mann, Mann, Mann. Machen wir. Wieso greifen die da jetzt nicht an? Die gucken dazu. Jetzt schmeißen sie sich da rein, aber werden nicht angezeigt, oder was? Jetzt sind sie endlich da. Aber auch putz weg, ne? Die lohnen oder gar nicht. So gut wie da. Machen wir. Ist nur einer, da ist die letzte Truppe auch weg. Oh, noch 8. Jetzt sind die da zwar gekommen, aber ich sehe nicht mehr von unseren Leuten, ne? So, jetzt haben wir Barnabas seine Truppe mal geschlagen, oder was? Aufsitzen! Oh, das rasselt nur so runter, ne? Aufsitzen! Machen wir! 382 haben wir noch, das ist noch ein bisschen. Schick die erstmal alle hoch und dann gucken wir wieder rein zum Aufbauen. Hier fehlen wieder Einheiten. Wie sieht's hier aus? Keiner mehr da.
Bildenmeister. Die produzieren wir alle da. Die haben einen guten Verteidigungswert, ne? Dann machen wir noch ein Pferdchen dazu. So, da müssen wir langsam unter 60.000 kommen. Ist eine Einheit dazugekommen, aber es wäre nicht mehr. Ist jetzt nicht so ersichtlich wieder da. Jetzt wurden es mehr, oder? Die werden jetzt nicht gemacht. Ja, lass es so stehen. Oh, hier sind schon wieder ganz viele Warenhaufen, ne? Oh, aber richtig viele. Da sollten wir vielleicht mal eine Truppe gleich nehmen. Und einsammeln. Ach so, hier unten müssen wir hin. Komm, dann schmeiß die weg. Damit der fertig wird. Ja, komm, dann machen wir das so, ne? Sind die denn jetzt moralisch mal wieder aufgebaut? Nö. Dann kosten die nur Geld, dann kommen die weg. So, wie sieht's aus? Halt, wir sind da mit vier Truppen und keiner macht was. Oh, das ist irgendwie nicht so ganz zu verstehen, was hier angezeigt wird, ne? So, da kommt wieder eine Einheit raus und jetzt geht's wieder mit kampfmäßig los und wir haben es verschissen. Wieso haben wir da keine Einheiten groß? Wird nicht schnellstens dahin. Hier unten ist jetzt einer fertig geworden, ne? Die gehen jetzt aber erst Warenhaufen sammeln. So gut wie da. Müssen sich gegen die Bären jetzt noch verteidigen? Oh. Irgendwo anders wird auch gekämpft. Komm, mach die Bärenwölfe da jetzt weg. Wird nicht lang dauern. Aufsitzen. Wird nicht lang dauern. So, da haben wir wieder ein bisschen Geld zusammengesammelt. Hier oben ist nichts mehr los bei Odessa, ist auch klar. Schicken wir die da mal hoch. Die auch. Sicher. Haben wir hier unten noch welche? Ja. Aufsitzen. So. Und da ist schon wieder eine Einheit weg. Oh, da oben stehen auch noch welche. Jawohl! Oh, die marschieren sogar wieder. Aber auch nicht der Rede wert, ne? Hier sind lauter Warenhaufen, kann ich aber leider nicht hin, weil kein Einzugsgebiet. Super, oder? Na dann. Oh, wir haben mal die Überhand. Aber die ziehen sich dann zurück und ja. Jawohl. Dahin. Und die auch dahin. Jawohl. Haben wir noch in jetzt mehr ein? Nein. Gut, dann gucken wir gerade noch mal schnell nach. Okay, da werden noch welche produziert.
Da unten machen wir halt nur noch die Bogner jetzt. Hier machen wir die, wie heißen sie? Verteidigungseinheiten. Läuft. Und hier müssen wir mal gucken. Eigentlich auch die Bogner, ne? So. Okay, dann würde ich aber sagen, soll das für diese Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.